Archäologen setzen seit neuestem auf Frettchen. Die gelehrige Marderart ist darauf abgerichtet, wertvollen Schmuck aus Kelten- oder Römergräbern ans Tageslicht zu bringen, ganz ohne aufwendige Grabungen. Unser Reporter Manfred Voltmer konnte folgende exklusiven Bilder machen. So arbeiteten die Archäologen im Saarland bisher. Mit hartem körperlichen Einsatz und nicht immer unbedingt schonend für die jahrtausendalten Ausgrabungsgegenstände. Mit dem Frettchen Willi und seinem Herrchen Jörg Brustzeit aus Freisen soll jetzt alles ganz anders werden in der saarländischen Archäologieszene. Chefarchäologe Walter Reinhardt schaut beim ersten Versuch zwar noch etwas skeptisch, aber schnell wird klar, Willi, das kluge Frettchen, ist eine Weltsensation. Als er in ein Erdloch am Keltengrab bei Rumheim kriecht, dauert es noch keine Minute und das flinke Kerlchen kommt mit einem Schmuckstück um den Hals wieder ans Tageslicht. Ein Volltreffer. Also auf den ersten Blick kann man eigentlich den Bronzering sehr gut datieren. Der gehört in die frühe Keltezeit, etwa ins 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist sehr deutlich nachzuvollziehen hier an den Verzierungselementen. Die kommen in dieser Zeit vor. Willi, das Frettchen, hat inzwischen Verstärkung bekommen. Seine beiden Geschwister Max und Emil helfen beim Suchen auch schon fleißig mit.